Name your game. So, was könnten wir jetzt noch annehmen? Den nächsten Auftrag. So, wir gehen an die ATL. Ah, der verschwindende Aufzug, der wird uns jetzt noch angezeigt. Wieso loggst du dich aus? Ah, hier geht's weiter. Huch, diese Übertragungsnummer ist... Okay, ich bin's. Ich hoffe, dass die Suche gut läuft. Kayaba war es also auch nicht, was? Dann nenne ich dir den Namen der nächsten Zielperson. Wie genau suchst du dir das Ziel aus? Warum fragst du mich so etwas? Anscheinend zweifelst du jetzt den Wahrheitsgehalt meiner Information an. Du willst, dass wir uns treffen und unterhalten? Das heißt wohl, vorher traust du mir nicht. Du scheinst ein ausgezeichneter Hacker zu sein, einer, der mein Vertrauen verdient. So weit, so gut, na schön. Unterhalten wir uns unter vier Augen. Bis morgen dann. Ich werde im offenen Raum von Eden warten. Morgen, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich sollte mich lieber gut vorbereiten. Es ist soweit. Ich gehe zum offenen Raum. Jo, das machen wir. Die Fälle können noch warten. So, wir haben einen neuen Zielort, den offenen Raum. Der ist direkt hier. K ist noch nicht hier. Es war wohl eine gute Idee, Hitose um Rat zu bitten. Was? Wie man einen Hacker austrickst, dessen Identität man nicht kennt? Du solltest ihm eine Falle stellen und ihn überrumpeln. Das weiß doch jedes Kind. Es ist noch etwas Zeit, bis wir uns treffen. In der Zwischenzeit bereite ich die Schadsoftware von Hitose vor. Sicherheitswarnung, kein Zugang außerhalb der festgelegten Zeiten. Sicherheitsmaßnahmen werden eingeleitet. Sicherheitsmaßnahmen werden eingeleitet. Oh, shoot. Oh, die sehen stark aus. Aua. Daneben. So, was können wir machen? Metallpanzerklinge. Auf den hier. Oh, das hat ihm wehgetan. Sehr gut. Können wir einmal normal angreifen? Der ist tot. Und dann hier den Felsbrecher. Auf den hier. Nichts gebracht. Wir machen die Eisschleuder, das wird helfen. Perfekt. Guilmon muss... Oh, shit. Das war nicht gut. Das wird nicht viel helfen wahrscheinlich. Nee. Die haben aber auch nichts gebracht. Wir greifen mal normal an. Oh, das geht gut. Nochmal. Das hat gereicht, aber Guilmon ist tot. Ginryumon Level 13, Seedramon 17, Agumon 14, Motimon 9, Nyarumon auch 9. Die leveln richtig schön. In diesem Bereich wurden Sicherheitsprogramme installiert. Könnte das bedeuten? Da ist er wieder. Ja.
Hey, du bist früh dran, was? Es war richtig, dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Hör zu, ich weiß, dass du gut bist, aber du solltest damit aufhören, mir aufzulauern. Betrachte das als einen Ratschlag unter Freunden. Schließlich will ich keinen zukünftigen Geschäftspartner verlieren. Aber es schadet nichts, vorsichtig zu sein. Das ist sogar eine gute Eigenschaft für einen Hacker. Deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich dir vertrauen kann. Glückwunsch, du hast es geschafft. Um das zu feiern, erhältst du dies. Eine Einladung zur Geburt einer echten Legende. URL für die Dämonshöhle, Dämons Geburtstag erhalten. Perfekt. Komm zur verabredeten Zeit her und bring unbedingt die Demons-Maske mit. Bis dann. Diese Maske, das ist die, die Mephisto und seine Freunde getragen haben. Okay, hast du was mit den Konterdiebstählen zu tun? Ich habe keine Wahl, ich muss deine Einladung annehmen. Sehe nichts mehr. Gehen mal ins Digi Lab. Ging jetzt relativ schnell. So, die Demons Höhle. Da gehen wir später rein. Erstmal das Digi Lab besuchen. Müsste man von hier aus auch können. Hier mal eine Station finden würde. Oder muss ich jetzt echt rausgehen? Nee. Am Eingang vielleicht. Auch nicht. Irgendwo konnte ich direkt ins Digilab. Ich glaube hier. Ja. Erstmal auf, heilen, ein paar Items holen, gucken, wer digitieren kann. So, wer will was von mir? Questzeit, welches kann fliegen? Monodramon oder Dracomon? Come on. Mal gucken. Das ist halt Glückssache. Keine Digitation möglich. Hier sind ein paar möglich. Sehr gut. Sollen wir es machen? Komm, wir machen's. Was sieht interessant aus? Das oder das? Das sieht noch besser aus. Wir machen das hier. Und... wow! Boah, richtig fett. Zyklonemon. Jetzt müssen wir einen weglegen. Dann schieben wir den wieder weg. Zur Farminsel. Die Reserve austauschen. Der kann wahrscheinlich auch schon digitieren. Das geht noch nicht.
ist halt die Frage, ob wir das wollen. Ja, mal gucken, was es wird. Habe ich ja auch schon gesehen. Gotzumon. Irgendwie will ich das nicht dabei haben, aber wir lassen es jetzt mal. Muss die Kampfgruppe auswechseln. Genau so machen wir das. Haben wir 3 Champions. Hier kann ich mir was kaufen. Oh, weiß nicht, ob ich das will. Wie viel habe ich? 53.877. Das werde ich später nochmal angucken. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und zwar zur neuen URL. Die Demonshöhle. Test, Test, la 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 la. Kiss auf Wish bestellt. Oh yeah! Habt ihr alle Spaß? Habt ihr alle Spaß bei uns? Geht ihr alle mit den Demons ab? Yeah! Hey, ihr fragt euch wahrscheinlich alle, wer ist heute der Star auf der Bühne? Ja, ich bin Jimmy Ken, Leute. Ja, ich bin Jimmy Ken. Juhu! Juhu! Yeah! Yeah! Juhu! Das verstehe ich nicht. Was ist bloß mit seinem Körper geschehen? Wie ist er so geworden? Ich habe Angst. Die Furcht übermannt mich. Was? Du rockst ja gar nicht ab. Bist du einer der Neulinge? Dann ist der Demons Geburtstag das erste Treffen, an dem du teilnimmst. Was für ein denkwürdiges Ereignis. Ich bin so aufgeregt. Hör zu, das ist die Elite der riesigen Hackergruppe Saxon und der Anführer von uns Demons. Der echte Star der Hackerwelt, der jeden, Jimmy Ken. Juhu! Okay, okay, hört es auf, meine dämonische Stimme. Heute ist ein dämonischer Tag, ein dämonisches Festival der Demons für die Demons und von den Demons. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid zum Demon-Geburtstag. So bin ich, ich rocke mit meinem Publikum ab. Also, seid ihr bereit zu rocken? Schreien! Kapiert ihr? Wisst ihr, ich habe wieder und wieder um teuflische Taten gekämpft, aber Jimmy Ken kann es allein nicht schaffen. Nein, Jimmy kann nicht, versteht ihr? Nur ein Witz, Leute, aber jetzt ist es Zeit, ernst zu machen. Hört mal alle her. Ab heute seid ihr keine Hunde mehr, die sich von Saxon herumkommandieren lassen. Die Ordnung von Eden, wen kümmert sie schon? Die Ehre von Saxon, wer interessiert sich dafür? Wir sind die Coolsten, wir sind die Bösesten, wir sind das beste Hacker-Team, das es gibt. Ruft unseren Namen, wir sind Demons, wir haben die Stärke der Unterwelt, wir sind Demons! Es ist an der Zeit, dass wir der Welt zeigen, was die Demons drauf haben. Yeah, wir sind Demons! Yeah! Wir tun so, als ob wir mitfeiern würden. Hier im Eck ist noch jemand. Also meine Lieben, ich werde euch ein paar echt fiese teuflische Missionen geben. Seid ihr alle startklar für eure erste Demons-Mission? Du da, kannst du den Colon anschaulich Werbung zur Entstehung der Demons machen? Ja, kann ich! Ja, kannst du! Hey, hey, du da, geh in die echte Welt, hörst du?
und verkaufe 500 Exemplare von unserem neuen Single Kurzlebiger Kolibri auf dem Musikbazar. Kannst du das machen? Ja, kann ich. Ja, kannst du weiter. Hey, du da drüben. Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht abrockst. Autsch, das ist gar nicht cool. Darum gebe ich dir eine besondere Mission. Yo, gib mal kurz das Sticky-Weiß her. URL für das Sachsen-Forum erhalten. Du wirst Sachsen für uns bespitzeln. Eine 5-tägige Reise habe ich für dich. Wenn etwas geschieht, sag mir einfach Bescheid. Alles klar? Sachsen bespitzeln? Langsam wird es echt unangenehm. Ich sollte das lieber mit Ryuji und den anderen besprechen. Erstmal zurück zu Hoodie. Verstehe, ein mysteriöser Hacker namens K gibt dir Informationen zu dem Verbrecher, der den Account gestohlen hat. Dann hast du seine Einladung angenommen, warst im Versteck der Demons, wurdest für einen von ihnen gehalten und musst Sachsen bespitzen. Verstehe. Also wirklich, du kannst doch nicht allein in eine so offensichtliche Falle laufen, Dummerchen. Ich dachte mir schon, dass sowas im Busch ist. Du Idiot, du darfst nichts mehr verheimlichen. Ab jetzt erzählst du uns alles. Was machen wir jetzt, Ryuji? Lassen wir ihn wirklich Sachsen bespitzeln? Immer der Reihe nach. Erst müssen wir Yugo und Fei sagen, dass was Sache ist. Komm mit, wir gehen zum Sachsen-Forum. Kitose, du? Ich soll Nachforschung zu Kei anstellen, richtig? Das musst du mir nicht zweimal sagen. Überlass das mir.